Hey Leute, willkommen zurück zu Ahead of Time! Heute wollen wir in das Finale kehren, also Chapter 5 wollen wir heute betreten. So, bevor wir das machen, sind wir erstmal auf der Suche. Sind wir erstmal auf der Suche nach dem letzten Time Rift, das wir hier in Chapter 3 verpasst haben. Und dafür müssen wir hier lang, wo das grün ist. Bedeutet, wir müssen irgendwo nochmal grüne Geister finden. Ich glaube, die hatten wir schon mal, aber ist halt schon ein bisschen zu lang her. Wer sagt denn das? Ich bin nicht new around here. Eigentlich nicht, nee. Aber ich habe mich hier nicht überall umgeschaut, also... Aua. Vielleicht gibt es ja wirklich noch irgendwas, was ich vielleicht erpasst habe. Aber da hinten seht ihr es vielleicht schon. Da hinten, wo es so hellblau leuchtet. Da müssen wir hin. Da war ich auch noch gar nicht. Aber wie gesagt, ich muss jetzt mal gucken, wie ich da jetzt überhaupt hinkomme. Okay. Ich glaube, hier ist vielleicht ein Ort, wo wir noch nicht waren. Kann das sein? Ja, hier ist auf jeden Fall ein Ort, wo wir noch nicht waren. Denn hier ist ein Wollknäulchen. Klacks, das nehmen wir mit. Aber ich habe mich komplett verlaufen. Ich suche hier die ganze Zeit diese grünen Geister. Ich bin mir sicher, hier waren welche. Irgendwo in der Nähe. Ja, dann muss ich wohl weitersuchen. Aber vielleicht finde ich ja noch was, wenn ich mich hier über den... Ja... Oder auf den Bäumen begebe. Bisschen rumgucke. Vielleicht finde ich ja dann das, wonach ich suche. Ah, gefunden. Warte, sind die das überhaupt? Also hier ist auf jeden Fall ein grünes Feuer. Und eins davon haben wir schon gefunden, scheinbar. Okay, dann wird das hier wohl richtig sein. Gehe ich mal von aus. Warte, das kann ich nicht kaputt machen? Hä? Ach so, da musste man Bomben benutzen. Da war ja was. Ah, da war was. Ja, ich kann mich dran erinnern. Wir haben das ja gar nicht gemacht. Ich kann mich wieder dran erinnern. Okay. Dann machen wir da meine Maske. Hol den Apfel hier runter. Hol mir den Wurm und dann ganz schnell. Los, 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 los. Und schmeißen! Oh, hat noch gezählt. Keine Ahnung, ob man es so machen soll, aber es zählt auf jeden Fall. Und yeah! Yeah! Ja, kannst du es nicht reinwerfen? Nein? Hä? Ist das falsche Bild? Ah ne, ich muss nur draufstehen. Toll. Okay. Okay, also wenn ich hier hochgehe. Ach, da war ja das Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Okay, dann gehen wir erstmal woanders hoch, oder? Ne, ich muss hier hochkommen können. Kann ich das hier nicht ziehen? Normalerweise kann man da immer dran ziehen mit dem Enterhaken. Jetzt im Moment will er aber nicht, dass ich das mache. Seltsam, warum auch immer er es mich nicht lässt. Ah, stimmt, hier waren wir, genau. Hier waren wir, aber dann habe ich das Zeitportal gefunden und dachte mir, nee, komm, dann nehme ich das lieber. Aber eigentlich hatten wir hier den Plan, hier lang zu gehen. Und ach so, ich wollte die Spinnen killen. Ja, das machen wir eben. Erstmal hole ich mir das Bild hier und dann kill ich die ganzen Spinnen. You come with me, Bonk. Aua, das hat weh. Bitteschön. Ja, ich hole gleich mal. Ich habe noch etwas zu tun. Okay, und das waren wohl alle. Ah, ich gehe einfach hier hoch. Okay, das ist gut. Let's go! Wir haben hier ein Token. Und kann ich mich nicht von hier aus darüber tricksen? Das könnte funktionieren. Ich glaube es nicht. Ah, schade, das geht nicht. Nee, dann weiß ich wirklich nicht, wie ich an beiden hochkomme. Außer ich mache hier irgendwas komplett falsch. Aber was mache ich denn bitte falsch? Ich schaff's halt da nicht hoch. Oder brauche ich hier eine Bombe oder sowas? Um das hier wegzusprengen, das... Hm? Was zum Teufel soll ich da bitte machen? Hä? Es muss noch einen anderen Weg geben. Zum Beispiel von hier aus könnte es funktionieren. Der führt doch direkt da hoch. Ja... Spinnyleins warten nur auf mich.
Tschüss. Ja, so komme ich zumindest hier hin schon mal. Hier ist auch noch ein Weg. Will ich hier lang gehen? Ich schätze, ich kann mal kurz nachschauen, was es hier so geht. Ah, das 14er Kiste, die will ich auf jeden Fall haben. So. Müssen wir uns nur beeilen. Und immer nur dann aktivieren, wenn wir es auch gerade brauchen. Ja, ihr seht es halt wirklich nur ganz kurz. Nur ganz, ganz kurz. Aber das war's auch schon. Whee! Und wir kriegen den gleichen Müll wie immer. Okay, gut. Das hier kann ich mir mitnehmen. Come with me, kleiner Inkling. Oder was auch immer du bist. Ja, genau. Oder wir opfern einfach mich. Das können wir auch machen. Ist auch in Ordnung. So, jetzt muss ich aber raus, wie ich das letzte Building bekomme. Vielleicht hat der Typi hier mit seinem Auge was damit zu tun. Vielleicht will er mir was sagen? Ich muss noch was kaputt machen oder so? Vielleicht musste ich das ja wegsprengen. Ich suche nochmal nach einem Apfel. Vielleicht sollte ich ja wirklich das einfach wegsprengen. Ich starte einfach das Level neu. Ich glaube, ich hätte den Apfel hierfür benutzen müssen und woanders einen Apfel. Keine Ahnung. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich habe keine Ahnung. Also. Hier ist das Ding. Hier ist ein Apfel. Auf den guckt er. Er guckt gleichzeitig aber auch hier auf die Wand. Diese Wand hier. Kann ich wegmachen für noch einen Apfel. Habe ich vorhin nicht gemerkt, dass das so eine Wand ist. Ich kann den Apfel hier also auch nochmal mitnehmen. Den Wurm hier rein tun. Und sterben. Mist. Ich kann aber den hier noch wegnehmen. Ich muss nochmal versuchen. Nee, das geht nicht. Oder muss ich einfach nur beide loswerden? Oh, ich sollte einfach nur beide loswerden. Oh, hätte ich gecheckt, dass diese Wand hier eine Wand ist, die ich aufmachen kann mit meiner Maske, dann hätte ich auch nicht resetten müssen, aber habe ich nicht gecheckt, wohin. Hatte ich generell nicht gecheckt. Naja, nicht so schlimm. Jetzt haben wir es zumindest. Haben hier das letzte Bild. Und kommen mit dem Bild ins letzte Gebiet rein, was uns hier noch fehlt. Ja, Burnt Forest ist nicht das letzte Gebiet, was uns fehlte. Nee, es gibt noch eins. Und da kommen wir hin. Alle Plagegeister erledigt. Und jetzt können wir da durch, wo diese grüne Zauberwand war. Yeah. Muss ich nur gucken, wo das war. Ich glaube, es war hier. Ja, es müsste hier sein. Weil hier leuchten schon ein paar Dinge. Aber noch nicht waren. In dem Haus zum Beispiel ist ein Token. Ich glaube, ich kann einfach die Maske benutzen, um da reinzukommen. Ja, ist nicht schwer. Babadabam. Babadabam, danke. Einfach mal wieder durch. Ja, hier kann man sich noch ein bisschen umschauen. Ich glaube, viel gibt es hier jetzt nicht. Ein paar Wollknäuel vielleicht. Hier ist noch ein Apfel. Weiß nicht genau wofür. Doch, jetzt weiß ich es wofür. Nimm mal mit. Dann können wir den direkt, das direkt mal aufschmeißen hier. Joinks. Und boom. Super Bounce, Pilz? Aha, da leuchtet was. Hier leuchtet was, hier da hinten leuchtet was. Ich würde sagen, wenn wir sowieso noch mal ein bisschen die Zeit haben, können wir uns ja noch mal ein bisschen umschauen. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Garn. Da habe ich jetzt keine Lust hinzukommen, das ist zu weit weg für mich. Will man nicht so sein. So. Aufpassen. Okay. Da sind wir auch schon. Schon fast da. Schon fast da. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Was zum... Wie komme ich denn da hoch? Okay, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig, alles zu sammeln. Vielleicht mache ich es offscreen oder in einer Bonusfolge oder so. Auf jeden Fall ist hier endlich dieser Ort, den wir auf dem Bild schon lange gesehen haben. Ich weiß, hat jetzt lang gedauert, hier hinzukommen, aber was soll. Sie haben jetzt insgesamt 38 von 40, also obwohl das ja eigentlich das letzte Level ist. Weiß ich nicht, wie Chapter 5 dann aussehen wird. Ich
bin da sehr gespannt, was da passieren wird. Und keine Ahnung, wie ich das alles zusammenschneide. Vielleicht sehen wir heute noch nicht Chapter 5, ich kann es noch nicht versprechen. Hier ist ein Geschenk! Ein Token! Okay. Warum war da jetzt ein Token in einem Geschenk? Weird. Wo ist das Ding? Ich hab's gerade gehört. Was ist denn da irgendwo? Da ist es. Okay. Komm, lande! Lande rein! Yes! Let's go! Vielleicht schneide ich auch das meiste raus. Mal schauen. Schläfriger Subcon. Ich habe schon nachgeschaut, wo die ganzen Bilder sind. Also nicht, wo die sind, aber wie viele pro Raum es sind. Ist alle am Schlafen. Ich bin gespannt auf die Backstory von dieser Welt. Und ja, hier gibt es super viele Bilder. Wie ihr sehen könnt, 1 von 9. Und vor allem jetzt direkt in Ebene 2. In dieser Ebene gibt es die meisten. Das ist die größte Ebene. Hier ist 1. Am Ende sollten wir 5 haben. Also aufpassen. Und mitlernen, mitschauen. Da wollen wir hoch. Dankeschön. Ist ja bisher eigentlich ziemlich... Ich wollte sagen, ziemlich einfach. Dann wurde ich natürlich getroffen. Macht Sinn. Ist klar, ist klar. So, der Typ ist weg. Okay. Hier ist das Ende. 5. Ist dahinter was? Tatsache. Dahinter war noch ein Bild. Lol. Okay. Ich versuche mal hier rüber zu kommen. Runterfahren wollen wir nicht, sonst kommen wir wieder in irgendeine Horror-Lava-Land. Da wollen wir nicht hin. Jetzt haben wir schon alle Bilder. 5 von 9. Das sind super viele. Ich weiß nicht, warum hier so viele, generell so viele Kronen und alles Mögliche versteckt wurden. Oder liegen gelassen wurden, besser gesagt. Versteckt ist es ja nicht. Verstehe ich irgendwie nicht. Ist irgendwie. Das ist halt super einfach. Aber wo war nochmal das Ende? Das war hier hinten. Nein! Wird wirklich noch getroffen davon. Oh nein, muss aufpassen. Wer weiß, wenn ich sterbe, muss ich alles neu machen. Und das ist nicht so cool. So, hier sind 2 Bilder. Und dann in den restlichen Orten immer 1. Das ist alles, was ich weiß. Das ist alles, was ich mir nachschauen wollte. Das Geräusch sagt uns, wir sind eigentlich schon durch mit der Ebene, können schon fliehen. Aber nein, 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 nein. Wir wollen es noch erkunden. Vor allem wegen den Bildern. Und eins sehe ich da schon. Und wow, ist das hier eine Windmühle oder sowas? Okay, aufpassen, dass wir nicht hier runterfallen. Sage ich und fall runter. Auch gut. Ich brauche dringend ein Herz. Dringend. Ich bin jetzt literally gleich tot. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo ein Bild verpasst. Weil hier müsste ich mit 7 rausgehen. Ist es da hinten? Ich glaube, ich sehe es sogar. Ich glaube, es ist hinter dem Ziel. Moment. Herz! Yes! Das können wir ignorieren, brauchen wir nicht. Ich glaube, hier ist es, ne? Ich sehe leider nichts. Kann ich da stehen? Nein, kann ich nicht. Muss ich einfach irgendwie in der Luft kriegen. Gut. Okay, da drin ist was. Ah, danke. Lol. Ist aber ein sehr chilliger Ort tatsächlich. Also irgendwie habe ich gedacht, das wird hier viel, viel schwieriger. Wird's aber nicht. Tatsächlich nicht. Und ich habe das Gefühl, ich bin das falsch angegangen. Ah, nee, muss nicht so unbedingt sein. Ich habe ja auch schon genug. Eigentlich kann ich schon gehen. Ist doch nicht mehr... Oh. Wo hier überhaupt der Ausgang ist? Ah, doch, ihr seht's. Da oben ist der Ausgang. Ah, ja. Und die Türme respawnen sowieso. Von daher. Alles gut. Alles richtig gemacht. Hey, ich habe voll viele Leben. Wurde ich nicht irgendwie voll oft getroffen oder so? Plopp. Da ist es wieder. Ah, cool. Auch schön. Danke. Ich muss hier schnell weg. Und rein da. Yeah. Ein Bild gibt's hier noch. Was bist du denn? Was zum... Nein! Oh, nee! Ist das unnötig?
Ich habe nicht mal was gesehen. Das waren neue Gegner, die ich nicht kannte. Oh, come on. Ha? Okay. Okay. Jetzt aufpassen. Komische neue Gegner, die Schallwellen verursachen. Ausschalten, damit sie mir nicht in die Quere kommen. Was geht hier eigentlich ab? Oh. Ausgang. Darf ich raus? Oh, tatsächlich darf ich raus. Führt das hier zufällig zu... Ja, dem letzten Bild. Alle Bilder, wir sind durch. Wir können raus hier. Was haben wir hier? Ein großes, schweres Buch mit dem Titel Beweis des ethischen Konsums im Kapitalismus. Die Seiten sind alle leer. What? Okay. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwie der Gedanke von diesem großen Geist, der uns die Seele weggenommen hat. Keine Ahnung, ob der einen Namen hat. Aber das erinnert mich irgendwie daran. Und wir sind durch. Das war ein ganz nettes Level. Ganz nett. Nur habe ich viel zu lang gebraucht. Ich weiß, ich habe noch nicht alles gefunden im Wald. Generell in vielen der ganzen Chapters habe ich noch nicht alles gefunden. Vor allem so Chapter 2-3 mäßig, aber ist was. Das können wir noch andermal machen. Subcon Forest, all clear. So, und was ist die Background Story? The Tale of Queen Vanessa. Oh, ich dachte, wir lernen was über den Geist. Scheinbar nicht. Scheinbar über die eine Irre in einem Horrorfilmhaus. Und zwar hatte sie mal einen Prinzen und sie war eine Prinzessin. Und alle hatten sie lieb. Bis er sie betrogen hat. Ihr Herz war zerbrochen. Übrigens, schönes Kleid von ihr. Und er hat sie aber nicht betrogen. Es sah nur so aus. Aber sie wusste das natürlich nicht. Sie hat das halt trotzdem gedacht. Und ja. Dann begann der Hass und sie hat sich in ein Monster verwandelt. Er ist bis heute unten im Kerker eingesperrt. Weil hier sieht es aus, als würden die sich lieben und hier ist eigentlich passiert ist. Er hat einfach nur Blumen gekauft bei der Blumenlady. Ja, das ist schon echt traurig und so sieht sie jetzt aus. Das ist eine echt traurige Geschichte. Vielleicht können wir ihr helfen? Wirkt irgendwie nicht so. Naja, wir können uns selber noch helfen. Indem wir uns coole neue Schätze holen. Und zwar den Zelterhut. Ein Eishut. Okay. Die arktische ja, komm, DLC, komm, weg damit. So eine Bombenmütze, so eine Schlafmütze. Ich gehe jetzt schlafen. Was hatte ich denn vorher? Für diesen Eisbärhut. So eine Bombenmütze. Das war ganz nett, aber ich mag den Eisbären mehr. Keine Ahnung, vielleicht mir es auch nicht. Abgeschlossen. Da die Folge zu kurz ist, werde ich nun ein bisschen in Mafia Town nach Wollknollen und nochmal nach ein paar Tokens suchen, denn alle haben wir nicht gefunden und da wir jetzt sowieso so ziemlich alles haben im Spiel, können wir das jetzt machen. Aber direkt hier oben, also ich habe hier beim Tresorlevel angefangen, kann ich direkt hier oben schon mal eine Kiste finden mit einem Token. Und was ich auch noch gesehen habe, ist dort drüben ist eine Eisplattform. Wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme tatsächlich. Ja. Du hast nichts Neues? Du hast das? Okay, ich habe noch nicht genug Geld. Wahrscheinlich muss ich irgendwo eine Eisplattform finden dafür. Wo könnte die sein? Wo könnte die sein? Oh, hier ist noch eine Kiste! Oh! Cool, noch ein Token! Ich habe wirklich in Mafia Town super viele Tokens verpasst scheinbar. Ha. Oh, warte, ich sehe es da unten! Hier. Hier sind... Das sind die aber nicht, oder? Sind die das? Das ist ja mega unnötig. Wieso gibt's das? Hier ist noch eins. Und das ist es. Nee, ist es nicht? Nee, auch nicht. Ich habe aber da unten was leuchten sehen. Da will ich doch mal hin. Hä? Was zum... what? Komme ich denn da rein? Das kann ich doch niemals aufsprengen mit einem Hexenhut. Und das kann ich doch bestimmt auch nicht so mit der
Nee, okay, und die mit der Maske auf. Komm ich denn da ran? Oder hilft mir da vielleicht der, die Bubble hier? Nee, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall gibt es hier noch irgendwas zu sammeln. Ah doch, das muss man machen, tatsächlich. Wow. Ha. Und da gibt es hier sogar einen Weg, den ich nehmen kann. Ich weiß wirklich nicht, was es bringt, die ganzen Wollknäuel noch einzusammeln, aber machen wir es trotzdem mal. Warum nicht? Oh! Nette Abkürzung, aber das ist immer noch nicht die, die ich meinte. Oh, es ist die hier bestimmt. Ja, die hier ist es. Oh. Alles klar. Eigentlich wollte ich alles nach der Reihe nachgehen mit den ganzen Sammeln, aber ich glaube, es wäre vielleicht doch besser, wenn ich mir einfach nur umkunde und dann Sachen finde. Tatsächlich. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Münze. Seht ihr das? Aber den kann ich nicht einsammeln. Ist das vielleicht so eine Münze, die ich nur in Deathwish einsammeln kann? Ich weiß es nicht. Hä? Was zum... Aha! Man kann gar nicht unendlich schwimmen. Nach einer Zeit ist sie am Struggeln. Hier war ja ein Time Rift und auf der anderen Seite gibt es dann noch einen Wollknäuel. Sehr viele von dem. Ich glaube, das war der Hexengarn, oder? Okay. Aha, hier leuchtet was. Wait, what? Oh, das ist einer der allerersten. Das sollte man schon super früh bekommen, indem man einfach nur hier krabbelt und das war's. Ups. Egal. Da hinten sehe ich was leuchten. Und das ist ein Wollknäuel, den man... Ja, gut. Ja, jetzt ist offensichtlich. Damals habe ich mich gefragt, hä? Aber jetzt ist offensichtlich. Damals hatten wir die Maske noch nicht. Und jetzt... Oh, und da hinten habe ich schon direkt das nächste gesehen. Da ganz, ganz oben auf dem Leuchtturm. Da kommt man auch nur hin mit dem Enterhaken. Also kein Wunder, dass wir hier noch nicht waren. So, und wie komme ich hier hoch? Einfach klettern? Nee. Ich glaube hier, auf dem Ding. Ja, genau, auf dem Ding. Dann kann ich mich hier rumbewegen. Und runterfallen natürlich. Das darf auch nicht vergessen werden. Und dann von hier? Ah, von hier hochklettern. Für einen Token ganz oben. Auf der Mafia Down. Und hier sind auch nochmal zwei. Eins davon ist ein Geschenk, was bedeutet, dass es ein Token ist. Ja, weil es gibt nämlich in diesem Spiel mehr Geschenke, als es eigentlich gibt. Also mehr halt diese Geschenkverpackungen. Wenn man alle Geschenke schon hat, alle Artefakte, dann sind in den Geschenken einfach nur noch Tokens drin. Das zeige ich euch jetzt hier. Seht ihr? Sonst, wenn ich noch nicht alle Geschenke gehabt hätte, dann wäre jetzt ein Teil davon drin, ne? Und ja. Ich habe mich jetzt entschieden, die ganzen Wollknäuel zu ignorieren, weil bestimmt gibt es hier und da noch welche, die ich übersehen habe, aber ich brauche es halt einfach nicht. Was mich eher interessiert, sind die Tokens für neue kosmetische Gegenstände. Und hier bei dieser Wasserbrücke, ne, die halt hier rüber fährt, wenn man hier runter geht, findet man diesen Typ, der hier eingeschlafen ist, der hier eine der Tokens liegen lässt. Die nehmen wir uns mal mit. Hier sitzt übrigens noch einer. Ja. Und dann suche ich mal weiter. Vielleicht finde ich ja noch mehr hier. Hier wieder an der Stelle. Hatten wir diese Knöpfe aktiviert? Warte, die können wir doch bestimmt mit Timestop aktivieren, oder? So. Ja, wieso denn nicht? Ja doch, sind noch beide aktiviert. Was ist das Problem? Und was machen die überhaupt? Oder ist das so ein Co-op-Only-Ding? Also, verstehen tue ich es nicht. Hier kann man ein bisschen reingucken, Leute. Hier an der Stelle. Ich laufe einfach nur so rum und da hinten sehe ich auf einmal eine Kiste, die ich scheinbar nicht geöffnet habe. Weil ihr seht, die ist geschlossen, die ist zu. Wie kann das sein, dass ich die nie geöffnet habe? Die ist doch so offensichtlich. Und wie kann das sein, dass ich die ganze Zeit verpasst habe, während ich hier zwei, dreimal drumherum gelaufen bin? Naja, wie auch immer. Ah, ist nur ein Garnstück. Ja, das Bild ist lustig da oben. Sieht so maskulin aus. Go where Red Hood is scary. If found, we give octopus to you. Oh, ich hab sie gefunden. Krieg jetzt einen Oktopus. Wuhu. Juhi. Ah ja, stimmt. Hier am Port gab es so dieses Wettrennen. Hier war das Ziel. Und auf dem Weg hat man
ein paar Orte gefunden, wie hier, wo wir noch nicht rein konnten vorher. Jetzt kommen wir da bestimmt irgendwie rein. Nur ich muss überlegen, wie? Was sagt der denn eigentlich jetzt, Tim? Wir haben noch keine Zeit. Zeit? Nee. Zeit ist es nicht. Oh, okay. Es ist relativ offensichtlich jetzt. Habe ich nie gesehen, aber was soll's. Yay, ein Guardstück. Wuhu. Ja. Little girl got item? But how? You must tell Mafia. Mafia need to know. Spot perfect for hug and punch. Ja, nee, sag ich dir nicht. Tut mir leid. Wie komme ich jetzt wieder raus? Darf ich wieder rauskommen? Hallo? Kamera zeigt mir leider nicht, wie ich hier hochkomme. Wenn überhaupt. Tja, Leute, das ist mein neues Zuhause. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da. Für mein neues Zuhause. Ne, ich komme jetzt wirklich nicht mehr hoch. Hier ist alles zugemauert. Seht ihr das? Hä, wo bin ich? Ne, schaut mal, hier, die Wand oben ist einfach zugemauert. Ich bin jetzt einfach stuck. Ja. Cool. Okay, ich hab das mal nachgeguckt. Also hier sind ja zwei Knöpfe. Und die kann ich nicht beide gleichzeitig aktivieren. Obwohl ich es vorhin eigentlich geschafft habe, aber egal. Wenn wir das aktivieren wollen, gehen wir dafür hier die Treppe runter und werden hier um die Ecke einen Ball finden. Den Ball nehmen wir mit. Und dann legen wir ihn da einfach drauf. Auf einen der Schalter. So. Und dann gehen wir auf den anderen. Und dann kriegen wir dafür einen Token. Ja. Irgendwie einfach. Dennoch irgendwie ein bisschen schwer. War keine Ahnung. Hier ganz oben, wo das Tresor irgendwo ist in der letzten Mission, da seht ihr schon, da oben ist noch ein Wollknäuel, wo wir einfach einen super simplen Jump machen können, um das zu bekommen. Leider habe ich es jetzt versaut. Kein Problem, es gibt den easy Weg wieder zurück. Einfach hier die Planke hoch. Und dann können wir es neu versuchen. Und neu versauen. Und dann wieder neu versuchen und dann nochmal versauen. Ne, jetzt nicht. Wunderbar, brauche ich zwar nicht, aber okay. Das war's denn jetzt erstmal mit Mafia Town Sachen collecten. Es gibt in Mafia Town noch mehr Sachen, die man collecten kann, aber ich weiß auch nicht, wie wichtig das ist und ob wir es überhaupt nötig haben. Also, ja, lassen wir es erstmal für heute. Ich wollte nur die Folge ein bisschen länger machen. Und beim nächsten Mal machen wir dann Chapter 5. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Denn Headkit ist es definitiv. Bis dann.